Wenn ich jetzt so eine Malerei vor mir habe, dann muss ich mich damit natürlich befassen, geistig und körperlich, muss mich darauf vorbereiten und muss mir Gedanken machen, wie mache ich das, wie fange ich an. Und meistens ist es so, mein Gott, was habe ich mir wieder angetan. Und dann gehe ich an meiner Malerei und denke mir, jetzt fange ich an und schon läuft's. Und das ist die Herausforderung. Der Lüftelmaler hat keine Schablonen, er malt freihand. Das außergewöhnliche Projekt, das war in Füssen oben, da kann ich mich noch gut entsinnen. Da hat eine ältere Frau mich angerufen und hat gesagt, Herr Mack, könnten Sie mir ein Bild ans Hauswand malen? Da soll praktisch eine Taube und unten hin soll dann die Schrift La Paloma. Sagt sie, ja, das hat einen gewissen Grund. Meine Tochter ist mit 8 Jahren gestorben. Und als letztes, was sie gemacht hat, Akkordeon gelernt und das Stück La Paloma war sein letztes Stück. Und ein halbes Jahr später war sie gestorben. Der Lüftelmaler, der war in Oberammergau und der hieß Franz Seraf Zwink und hat dort die heiligen Bilder, wie man sie kennt, gemalt. Und da haben die Einheimischen immer nachgefragt, wie heißt denn der Mann? Da haben sie gesagt, ja, wir wissen es nicht, wie der heißt, aber wir wissen, wo der wohnt. Und der wohnt beim Lüftel. Also das Besondere an der Lüftelmalerei ist, das Wichtigste, vom kleinen Entwurf von 10, 15 cm auf eine Größe von 1,50 auf 2 Meter oder auf 4 Meter oder auf 8 Meter, die Größe herzustellen, vom kleinen Format auf das große, das ist die Herausforderung. Und das geht ohne Schablonen und nur freihand. Ich teile mir das praktisch ein, aber groß, sagen wir zum Beispiel Projektor oder sowas, nein, sowas hat der Lüftelmaler nicht und das mache ich auch nicht. Und das ist ein besonderes Handwerk und das soll auch so bleiben.